Wir sprechen heute über den katholischen Glauben und die Jugend in Afrika, wie die Jugendlichen leben, was sie arbeiten, welche Rolle der Glaube an Gott unter den Jugendlichen spielt. Und mit mir im Studio ist jetzt Jean-Paul Kayura, der Kontinentalverantwortliche der Weltfamilie von Radio Maria für Afrika. Buonasera. Guten Abend, Mira, und guten Abend, liebe Jugendliche. Jean-Paul, wie kommt es dazu, dass 6 Programmdirektoren von Radio Maria aus Afrika in Deutschland sind? Was ist da der Anlass? Bene. Ja, diese Priester sind da, hier bei Radio Horeb. Radio Horeb, perché Radio Horeb? Weil Radio Horeb unsere Freundin ist. Und die 3 Priester, die jetzt hier sitzen, diese Programmdirektoren, kommen aus 3 verschiedenen Ländern. Aus Afrika Demokratica del Congo e Camerun. E allora, Radio Horeb ha aiutato. Radio Horeb hat geholfen, dass Radio Maria in diesen Ländern aufgebaut wird. Und in der afrikanischen Kultur, wenn jemand dir etwas schenkt, empfängt man dieses Geschenk. Dann werde ich dich vielleicht anrufen und dir vielleicht Danke sagen oder für dich beten. Aber da ist auch dieser Wunsch, hinzugehen und diese Person zu treffen, die dir ein Geschenk gemacht hat. Das ist der erste Grund, warum diese Programmdirektoren gekommen sind, um euch Danke zu sagen, aber auch um euch zu sehen. Und der weitere Grund ist, dass sie gekommen sind, um zu lernen, wie ihr Radio Horeb macht. Radio Horeb. Und wir wissen, dass ihr Deutsche alles in Perfektion macht. Und so schauen wir, wie ihr das macht, und wenn wir nach Afrika zurückkehren, werden wir versuchen, euch nachzuahmen. Ja, danke schon, Paul, und danke auch an meine Kollegin Gabi Fröhlich, die für euch jetzt fleißig übersetzt. Und wir möchten jetzt besonders heute über die Jugendlichen in Afrika und deren Glaube an Jesus Christus, darüber möchten wir heute sprechen. Und schon, Paul, du selber kommst aus Ruanda, dem Herzen Afrikas. Bist du mit dem katholischen Glauben groß geworden? Ja, ich komme aus Ruanda und ich bin von meiner Kindheit an in dieser katholischen Familie groß geworden. Und man kann sagen, ich bin katholisch geboren worden, ich bin katholisch aufgewachsen und bin es bis heute. Aber ganz besonders hat meine Mutter mir den Glauben von ganz klein auf vermittelt. In poche parole, da quello che ho visto in Afrika. Und das, was ich in Afrika erlebt habe, ist, dass die Familie der Ort ist, an dem der Glaube weitergegeben wird. Ich hoffe, dass das auch in Deutschland so ist. Jean-Paul, du bist ja auch schon seit längerer Zeit der Kontinentalverantwortliche der Weltfamilie von Radio Maria für Afrika. Wie hast du denn Radio Maria kennengelernt? Das ist eine lange, aber schöne Geschichte. Im Jahr 2003 ist Emanuele Ferrario, der Radio Maria gegründet hat, ist nach Ruanda gefahren und wir haben uns dort getroffen und er hat mich Radio Maria lieben gelehrt. Ich war damals noch sehr jung, ich war damals 31, aber er hat sich entschieden, den Weg mit mir zu gehen, und ich wurde dann der erste Präsident von Radio Maria in Ruanda. Und dann nach 2 Jahren bin ich in dieses große Boot der Radio Maria Familie eingestiegen und bin Präsident für Afrika geworden. Und dann nochmal 5 Jahre, nachdem ich Präsident von Radio Maria in Ruanda war, da hat er Emanuele Ferrario mich eingeladen, Verantwortlicher für den gesamten afrikanischen Kontinent zu werden. Aber etwas hat mir besonders gefallen. Im Jahr 2003 bin ich nach Italien gereist, um dort an dem Kongress der Weltfamilie teilzunehmen. Damals war ich erst 31 Jahre alt. Und andere Präsidenten, die ich getroffen habe, die waren vielleicht 50, 60 Jahre alt. Ich war wie ein Kind zwischen all ihnen. Aber ich habe eines verstanden, nämlich, dass um große Dinge zu tun, muss man eines vor allem tun, nämlich zuhören. Und auch wissen, wo man hin möchte. Ich wollte Radio Maria in Ruanda. Und ich glaube, es ist mir gelungen. Radio Horeb, Abend der Jugend. Ich bin im Gespräch mit Jean-Paul, dem Kontinentalverantwortlichen der Weltfamilie von Radio Maria für Afrika. Und seit 5 Jahren steht in Kibeo in Ruanda, dem einzig anerkannten Marienerscheinungsort in Afrika, eine Radio Maria Station. Ich selbst durfte da die Radio Maria Station letztes Jahr im November auch schon besuchen und habe festgestellt, dass da echt viele junge Leute arbeiten, was mich echt ziemlich gefreut hat, und das einfach mal zu sehen. Und das Spannende ist ja, dass alle Radio Horeb und Radio Maria Mitarbeiter nur Gehalt bekommen, wenn genug Spenden eingehen. Das heißt, wir finanzieren uns ausschließlich durch die Spenden der Hörer. Wir bekommen keine Kirchensteuer oder Ähnliches. Und in Deutschland ist es ja so, dass der Spendenfluss mittlerweile so stabil ist, dass jeder Mitarbeiter hier in Deutschland auch wirklich monatlich Gehalt bekommt und entlohnt wird. Das sieht in Afrika allerdings ein bisschen anders aus. Und gerade in Kibeo, da habe ich selbst mitbekommen, da habe ich mit einem Jugendlichen gesprochen, der bei Radio Maria in Kibeo arbeitet.
dass es teilweise einfach so wenig Spenden gibt, dass sie kein Geld bekommen. Und jetzt zu meiner Frage, wie habt ihr Jugendliche gefunden, die für Radio Maria in Ruanda arbeiten, auch dann, wenn sie mal kein Geld bekommen für ihre Arbeit? Bene, in Afrika, Afrika ist ein sehr junger Kontinent. Und diese Jugendlichen sind gläubige Jugendliche. Giovani credenti. Quindi, per esempio, la domenica i giovani vanno nella chiesa. Zum Beispiel am Sonntag gehen die jungen Leute in die Kirche. Und oft sind sie bei einem Chor dabei und singen in der Messe. Und als Radio Maria entstanden ist, da waren sie auch interessiert und wollten der Mutter Gottes helfen. Und so sind in Afrika die meisten Ehrenamtlichen Jugendliche. Und aber auch die Mitarbeiter sind jung. Und manchmal, wenn das Geld fehlt, um die Gehälter zu bezahlen, aber dann sagen sie nicht, ach, ich habe kein Geld bekommen, dann gehe ich nach Hause und arbeite nicht mehr, sondern sie machen weiter, denn sie haben so einen missionarischen Eifer. Cioè i giovani che lavorano a Radio Maria. Und so sind die Jugendlichen, die bei Radio Maria arbeiten, freuen sich an dem Werk der Neuevangelisierung mitzuarbeiten. Und so sage ich immer, Radio Maria hat auf jeden Fall eine Zukunft, denn da sind diese jungen Leute, die für Radio Maria arbeiten, die die Mutter Gottes lieben und uns auch unterstützen, zum Beispiel auch bei Mariathon. Der Glaube spielt also bei den Jugendlichen, die jetzt speziell bei Radio Maria in Kibeo oder generell bei Radio Maria arbeiten, eine sehr, sehr große Rolle. Habt ihr denn auch spezielle Sendungen für Jugendliche? Sì, ovviamente abbiamo tanti programmi. Ja, wir haben viele Programme für die jungen Leute. Ma abbiamo anche i programmi. Aber wir haben auch Programme, die von den Jugendlichen selbst gemacht werden. Per esempio in, zum Beispiel in Radio Maria Tanzania. C'è un programma. Da gibt es ein Programm für die Kinderrechte. Und dieses Programm wird von den Kindern und Jugendlichen selbst gestaltet. Oder ich habe gesehen, bei Radio Maria in Kenia, da gibt es Kinder, die anderen Kindern die Bibel beibringen. Oder in Radio Maria Ruanda. Und da gibt es Kinder und Jugendliche, die anderen Kindern beibringen, zu lesen zum Beispiel. Also da gäbe es viele Beispiele. Aber was man insgesamt sagen kann, ist, dass wenn Radio Maria in Afrika entsteht, dann wächst es mit den Jugendlichen. Radio Maria ist sowas wie ihr Zuhause. Natürlich gefällt es den jungen Leuten, auch im Radio zu sprechen. Ich hoffe, dass das auch bei Radio Maria so ist. Freut uns auf jeden Fall, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da und vergiss auch nicht, uns zu abonnieren. Ja, und wenn du weitere coole Videos von uns sehen willst, dann schau einfach mal noch hier vorbei.